Ich schwöre, die haben einfach ein krankes Video hergezaubert. Alter, wie haben die das gemacht? Mache Rackshot und ich fahr in Benz. Es weißt du, bist auch, doch gehörst nicht zu der Fam. Deine Bitch ist nass und sie sagt, sie ist mein Fan. Ja, sie ist mein Diamond. Yes, Leute, was geht ab? Misi hier, ihr wisst Bescheid, heute mit einem neuen Reaction. Und zwar, wir reagieren auf Bowser und Apache, beziehungsweise Bowser vs. Apache 207 Madonna. Ich bin echt gespannt. Wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, Apache hatte nur einmal ein Feature quasi. Und das war ja das mit Sido. Und sonst eigentlich nicht. Und wir wissen ja eigentlich, Apache ist bei Bowser gesigned, also falls es noch so ist. Aber lasst uns nicht lange reden, lasst uns einfach direkt beginnen mit der Reaction. Wie immer freue ich mich, dass ihr abonniert, liked, teilt, etc. kommentiert. Ihr wisst Bescheid, man muss leider sehr viel pausieren. Das sind sehr große Künstler, da steckt ein Vertrieb, Deal, bla bla bla, Universal, und die hauen gerne Copyright Claims. Deswegen jetzt schon mal die Vorwarnung. The first to enter the arena. He weighs 200. Oh mein Gott, guck mal, ich kenne mich gar nicht aus im Wrestling so. Ich weiß, es gibt voll viele Wrestling-Fans. Ich weiß, es gibt. Alter, ich komme halt von. Ganz früher kenne ich noch ein paar Leute, Rey Mysterio und so. Aber den kennt man, das ist ja Undertaker. Und die haben einfach Apache als Undertaker dargestellt. 40 pounds. This is Apache! Alter, das passt sogar noch. Wegen den Haaren. Digga, die haben das so gut gemacht und dann so friedhofmäßig. Der Undertaker. Also komm, wir gucken als Vergleich schon mal in Google. Undertaker. Für die Leute, die sich gar nicht mit Wrestling auskennen. So. Das ist der Undertaker in hübsch, aber so von den Haaren her, so, das war so mega. So richtig gut haben die das gemacht. Ey, ich hab das nie verstanden, warum. Das war so ein alter Mann, der hat immer seinen. Was hat er denn für einen Move? Der hat immer so einen gepackt, glaube ich. Und ich weiß gar nicht mal, also die haben ja bestimmte Begriffe so. Und ich hab das nie begriffen, warum Undertaker so krank war. Okay, hier kommt Bowser jetzt langsam rein. Sorry Leute, ich muss echt pausieren, aber das Video ist geil. Das heißt, wir können sehr oft aufs Video so eingehen. Also, ich denke mal, Apache vs. Bowser und die kämpfen quasi um Madonna. Nehme ich mal an. Jetzt bin ich gespannt, wer Bowser sein soll. Mädchen, langsam versteh mir das geht. Kann schon sein, dass die anderen Mädchen. Geil, der einfach Hulk Hogan. Also Hulk Hogan muss ich glaube ich nicht im Vergleich zeigen. Auch wissen, wie man sich bewegt, doch du bist anders. Two Sides Imperium, ist das nicht sein Label, wo die beiden gesigned sind? Lass mal kurz hier schauen in der Infobox, oder? Ich glaube, Two Sides ist ja quasi sein Label. Also steht nichts, aber falls ich was Falsches sag, dann sag mir Bescheid. Du bist anders, du hast diese Aura, so wie damals. Du willst keine Liebe, denn du bist Material. Also eigentlich so, wenn man jetzt so den Vergleich zieht, zwei Legenden im Wrestling, beziehungsweise so wie zwei Legenden im deutschsprachigen im Musikbusiness, so Bowser, Apache. Vom Standing her so im Wrestling Hulk Hogan und Undertaker, jeder weiß, das sind Legends. Aber so Bowser wahrscheinlich, was er erreicht hat mit was du Liebe nennst, und Apache auch mit seinem ganzen Hype und so. Passt schon, halt so die zwei Größten so. Du weißt, jeder Mann, der was auf sich hält, schaut dich an, denn du tanzt wie Madonna. 1986 MTV Madonna. Ich schwöre, die haben einfach ein krankes Video hergezaubert. Alter, wie haben die das gemacht?
Man muss sagen auch, Apache haut nie ein schlechtes Video um die Ecke. Egal was. Also, ich glaube, bevor der so ein halbherziges Video macht oder so, der haut einfach immer einen Kinofilm raus. Männer ohne Seele sind verliebt, Madonna. Mein Herz wird gestohlen, du bist der Dieb, Madonna. Alles spielt verrückt, denn du bist wie Madonna. Alter, der Beat ist schon geil. Ist ein clublastiger Song, irgendwie geile Hook. Bowser sowieso gute Hook. Ich bin gespannt, wie Apache starten wird, sein Part, und ob er überhaupt in die Hook auch mit eingeht oder nicht. Oder ob das sogar quasi nur die Hook war oder ob es nochmal eine gibt. Quasi mit Apache zusammen. 1986 MTV, Madonna. Männer ohne Seele sind verliebt, Madonna. Mein Herz wird gestohlen, du bist der Dieb, Madonna. Ah. Ey, ich schwöre, wenn ich so Wrestler sehe, die tun doch immer so Wrestling-Unterhosen, dann kommen mir immer diese Bilder von Apache von Instagram, wie in Unterhose ist. Digga, das ist zu krass. Ich sag euch, ey, die haben das so geil gemacht. Krass, guck mal, durch dieses ganze Video, also weil ich so sehr auf das Video fokussiert bin, so vergesse ich langsam auf diese Musik zu reagieren, aber während dem Sprung und dem Move ist quasi Apaches Einstieg und der ist auch krass, Alter. Boah, ich war voll abgelenkt gerade. Alter, ich sag mal Kinofilm. Madonna. Apache, ich schwöre, wenn ich seine Stimme höre, das ist einfach zu krank. Ich sag euch ehrlich, er hat eine miese Stimme einfach. Wie lange muss ich noch leiden, bevor du sagst, dass du mit mir nach Hause kommst, neben anderen im Klass. Okay, okay, typischer Apache-Part, Flow, wie er anfängt und so, ganz normal. Und er hat die Sonnenbrille. Es fehlt nur noch dieser typische alte Apache-Move, wie er einfach durch die Straße rennt oder so. Deswegen, ich bin jetzt gespannt. Besser, leere Herzen, volle Aschenbecher, Entourage voll mit krassen Gangstern, harte Bässe, schwarze Fenster, gleicher Puls, 120 BPM, unsere Herzen im Beat gefangen. Nimm mal mein Geld, ich hab keine Ahnung, was ein... Das ist also das Kennen von Apache. Er ist melodisch, er kann singen, er hat geile Vibes. Und er, wenn er so rappt, ist das mehr so wie so richtiger Sprachgesang. So, er redet so quasi. Aber das ist geil einfach bei ihm. Das ist so sein typischer Style. Deswegen bin ich jetzt richtig gespannt, was er für einen super Move macht. Mann, wie ich dir sonst bieten kann. Das Leben könnte doch einfach. Okay, okay, jetzt kommt dieses Gesinge von Apache. Ich sag euch ehrlich. Bruder, wenn Apache singt, ciao. Bruder, ich muss los. Sein so hübsche Frauen, egal wohin du siehst. Lieber Gott, warum schickst du mir sie? Denn du tanzt wie Madonna. 1986 MTV. Ey, ich sag euch auch ehrlich, so, ich glaube, wenn man nur den Song jetzt hört, ohne quasi, man kann jetzt nicht sich auf den Song so fokussieren, wegen der Kulisse und so, weil das Video geil ist. Ist geil für ein Video, aber ich glaube nur der Song an sich, so wenn man ihn streamt, der ist krass. Der Beat, wenn es nur den Beat gibt, nur die Parts und so, dann ist das so heftig, glaube ich. Wer hat den gemacht? Mixu McLeod habe ich gehört am Anfang, oder? Ja, Berkey, McLeod, ja, Mixu McLeod, Digga. Darsteller? Hä? Waren die auch da? Ich hab die gar nicht gesehen. Aber Alter, der Song, gell, man hört schon, Alter, am Beat schon so hitverdächtig. Madonna, Männer ohne Seele sind verliebt. Madonna, mein Herz wird gestohlen, du bist der Dieb. Madonna. An alle Wrestling-Fans, hat Undertaker jemals so einen Move gemacht? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Undertaker jemals eine Rückwärtssalto gemacht hat. Alles spielt verrückt, denn du bist wie Madonna. MTV, Madonna. Ich glaube, ist das dann... Na, ich weiß nicht mal, wie Mix und McLeod aussieht, sag euch ehrlich. Das wäre jetzt so peinlich zu sagen, ob das die sind. Ja.
Jetzt kommt der und gewinnt Madonna und die haben beide quasi, beide nicht gewonnen. Ich sage euch ehrlich, jetzt haben die beiden nicht gewonnen. So ist auch unfair. So, dann sagt man, ja, war klar, dass Apache gewinnt, war klar, dass Bowser gewinnt. Die haben es lustig gemacht, auf jeden Fall mit Humor. Auf jeden Fall, ich werde mir den Song geben. Nur den Song, weil durch das Video kann ich mich nicht nicht fokussiert auf den Song konzentrieren quasi. Es fällt mir schwer, vielleicht fällt es euch leichter, aber mir fällt es sehr schwer quasi. Und für alle, die Madonna, also ich weiß nicht, also ich meine, meine Mutter kennt Madonna, meine Oma, Alter, kennt Madonna, wahrscheinlich mein Opa kennt Madonna so. Und die sagen ja auch MTV Madonna, was haben die, 87 oder 90er Jahre Madonna. Digga, jeder kennt Madonna so. Die Frau, die so quasi, als ob sie Musik erfunden hat, so, und man sagt ja eben auch Madonna. So, glaub mir, das ist einfach so. Statussymbol, also für die Kinder, die Madonna nicht kennen sollten. Also bitte, dann sowieso los. Easy. Das war's mit der Reaction, Alter. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Wie gesagt, sehr krasses Video, sehr krasser Song. Geile Hook, geiler Beat, geiler Flow von beiden. Beide sehr krasse, souveräne Parts. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Um easy. Peace out. Ich bin am Flex, mach meine Metrucks, meine meiner Bettung, was ich mache, bist du. Du sagst ihm, wie man auch mit der Nackt bekriegt, und du dich denke an mein Baby.